Was? Dienstag? Samstag? Video nix da? Ey, ich piep mein Leben. Ich muss jetzt langsam mal aufpassen, so was ich sage. Ich habe versucht, am Samstag Vera rauszuhauen. Ich habe erstmal versucht, überhaupt das zu also hinzukriegen. Ging nicht. Das Internet ist wieder abgekackt. Und ein Aufnahmeprogramm wollte nicht. Ich drück auf Start, ging nicht. Ich habe das gemacht, dies und dies und dies. Hatte jedes Mal nach dem Start abgebrochen. Oder es lief vielleicht mal eine Minute. Also ich habe nicht mal ein Video angeguckt, also zum Glück auch nicht, weil sonst wäre es ja voll behindert. Sonst wäre es ja keine an sich Reaction oder sowas. Für mich jetzt. Es ging nichts. Ich bin ausgerastet. Vor allem, ich bin am Samstag von der Arbeit, Dusche, hierhin, Video machen. Ich dachte mir so, geil, Shisha, wir gucken ein bisschen. Nach war da, da war nichts. Nichts war da. Richtige Piepkarte. Deswegen kommt heute nichts, das ist mir egal, heute kommt nichts von MVH, sondern von Vera. Wir holen die Kacke. Ach, scheiß drauf, Monk, ich sag jetzt, was ich will. Wir holen die Kacke nach, fertig. Vera Kick TV, heute mit Lichtenauer FV gegen SG Calden. Ach komm, Kind, was ist das für ein Name? SG Calden. Den Rest, I don't know, ist ein Punkt, den kenne ich nicht. Wir fangen an. Ja, ich weiß, ich habe letztens gesagt, ey, es kommen keine Unterbrechungen. Habe ich auch gedacht. Aber, ja, egal. Wir haben die Kacke jetzt einfach mal um 3 Tage verschoben. Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Ist Ton wieder. Oh, Ton ist schon wieder irgendwo. Gut. Ja. Oh nee, weil jetzt kommt Vera seine Musik, ne? Meine Damen und Herren, falls diese Musik zu laut sein sollte, ich kann nichts machen, es ist Vera seine Mucke. Gruppenliga. Das, Alter, 2019. Ach so, oh. So rum. Warte mal. Gut. Check. Weiß am Anfang nie, wer ist. Ich schätze hier. Ich bin so ein Spieler, der steht auf dem Feld und weiß nicht mal, welche oder wer seine eigene Mannschaft ist. Und welche Trikots wir selber spielen. Ja, kam schön, aber nicht gefährlich. Schön gemacht. Ich mach mal ein bisschen lauter. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist zu leise. Und ich höre das Publikum, obwohl die nur so, hey, ja, ja. Ich höre die. Schöner Schuss. Ich liebe Distanzschüsse. Ich liebe die. Ich kann es nicht. Also, ich krieg Aggression, wenn ich das sehe, dass wenn Leute in echt auf dem Feld bei einem Punktespiel oder whatever einfach auf dem Feld genauso spielen wie bei FIFA. Dass sie meinen. Also, die rennen bis.
Die haben den Ball und schießen erst aufs Tor, wenn die schon im Tor drin sind. Also, ihr kennt es vielleicht, ihr habt, vielleicht spielt ihr selber FIFA oder ein Kumpel oder eine Freundin zockt FIFA und die rennen bis vors Tor, erst wenn die so 3 Meter Gefühl Abstand haben und dann fangen die an zu schießen. Schießt doch von der Distanz. Ich verstehe das nicht. Auch in Real Life, kaum jemand, also echt selten schießt jemand von der Distanz. Also wirklich die Distanz, jetzt nicht hier, da wo jetzt halt der Neuner steht. So wie der Typ gerade eben. Oh, der kommt. Ah, ne. Sehr schön, Bro. Jawoll. Ja. Schön gemacht. Jetzt macht. Ist er drin? Holy shit, hat er. Ey. Torwart, dein Mate hat dein Böbölchen gerettet. Schön. Sympathisch, kann man sich unterhalten. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade in meinen Kopf reingekommen ist. Schön. Ein bisschen tiefer. Nice, Bro. Holy shit! Hassigdil! Bro, was für ein Schuss! Was für ein Schuss! Fuck my life, Lan! Fuck, warte, Vera, schon und jetzt bar! Kennt ihr noch damals auf Pro Evolution Soccer, wenn du mit Ballack geschossen hast, ist der Kommentator, der ist explodiert gefühlt mit seiner Stimme so. Ballack! Der hat richtig geschrien. Molky hätte dieselbe Scheiße machen können. Geiler Schuss. Schön. Boah, das ist so klitsch. Ich hasse das. Ich bekomme schon wieder so, wenn man hört, dass der Rasen halt immens nass ist, ne? Schön, ey, die Roten spielen nice. Boah, ja, Bro. Du hast sogar vorm Schiri, also das ist ja jetzt halt. Ich habe irgendwie das Gefühl, er geht rein. Okay, der ging nicht rein, aber der war nice. Ey, die. Das waren das Lichtenau, ne? Also, die spielen nice, Alter. Schön, setz dich durch. Ja, fuck. Ja. Aber keine Karte. Keine. Was? Bro. Ja, er hat ihn gezogen. Er ist zu fall. Aber das ist keine. Das ist echt. Nein. Okay, schau mal. Hier. Natürlich. Was war das jetzt? Der Neuner vom Blau. Er war mad. Okay, ich krieg ihn nicht. Jetzt, ja. Standard. Aber das ist. Nein, Model. Keine Karte, Bro. Also das. Ja. Quatsch, mit ihm hast du viel mehr. Geh doch deine Statistik nicht kaputt mit mehr Karten. Ja. Quatschen. Quatschen. Mund, Kinders.
Sehr schön gesehen, sehr schön. Jetzt hat sie den Zehner, den Zehner. Oh, da ist ja noch einer. Fuck. Oh, shit. Also ich... Also die Roten spielen krass, ne? Also ich finde, die spielen echt gut. Doch, jetzt... Schau, bei sowas kannst du Karte geben, Bro. Ja, ne, da fühle ich dich dann. Okay, wir haben jetzt halt nicht gesehen, aber ich glaube auch nicht, dass er Karte gegeben hat. Komm, der ist drin. Der ist drin. Nice gemacht, Bro. Nice. Killer. Killer. Die haben gedacht, die schießen halt wieder so hoch. Nice. Nice. Ey, sorry, ich bin, ey, heute schon war, egal, scheiß drauf. Langer Arbeitstag heute. Bei den Lichtern gefällt mir, die diskutieren nicht, ne, so, ey, du, also, ihr wisst, was ich meine. Ey, passt doch hier, ne, die passen alle schön. Das sieht sogar, schau mal, Modok, was ist das? Fuck, den hätte ich jetzt nochmal ein Tor gegönnt. Hättest du sogar echt lieber rauslassen. Rausgelassen. Lauf, Bro. Oh. Schau mal. Bitte, jetzt ein Tor, bitte. Das wäre so nice. Ah, fuck. Schön, schön. Ich hab gedacht, der kriegt den noch. Entweder ich bin behindert oder einfach diese blauen, wie die auch heißen, Kalden, also SG Kalden, hat einfach keinen Bock zu spielen. Ich weiß nicht. Der eine passt ihm, zum Beispiel jetzt hier. Hier. Der bleibt so stehen, so. Beweg dich! Du hast gerade den. Also halt. Der Ball war für dich gedacht. Hol ihn doch wieder zurück. Oder auch die anderen. Bewegt euch. Schau mal. Keiner geht so richtig. Ey, sorry, ne? Aber wenn ich das sehe, da kriege ich ja Aggression. Schaut jetzt von den Blauen den Sechser an. Der kommt gleich hier hinten ran. Hier. Der hier. Sieht man das so? Ja, man sieht das. Schon wieder angreift. So. Was ist das? Ey, ich muss spielen. Ich muss spielen, ich muss aufs Feld, Modok. Wenn ich da drin bin, ne? Ey, fuck my life. Ich hab damals gefühlt Schläge bekommen, als ich nicht angegriffen habe bei mir, in der A. Obwohl, ja, ich war ja noch länger bei denen. Es war ja noch B, A und sonstiges was. Aber bei mir damals im Verein, ne? In Augsburg damals. Ey, fuck my life, Lan. Wenn ich nicht zum Ball ohne Witz, no joke. Oder wie Rapper sagen, Real Talk. Wenn ich nicht zum Ball gegangen bin, oder wenn ich nicht gegrätscht habe, ne, um den Ball zu kriegen, whatever. Ja, ne, wenn ich nicht mein Leben geopfert hätte für den Ball. Ich wurde angeschrien. Also wirklich, das war so, Dennis, beweg deinen Arsch. Nö. Also du wurdest gefühlt schon fertig gemacht. Aber hier, das ist ja... Ich weiß nicht. Was ist da... Ey... Und dann passiert halt so ein Scheiß. Und der Torhüter muss halt die Kacke ausbaden. Kriegst du ihn? Ja, Bro, sehr schön. Also ich muss sagen, ne, ich weiß jetzt nicht, ob Lichtenauer Almerode mit Lichtenauer FV dazugehört.
Aber falls ja, das sind mit Abstand die besten Lichtenauer, die ich je gesehen habe. Also jetzt von den von ganz Vera Kick TV Sachen, die besten Lichtenauer, die also Mannschaft, die ich jetzt gesehen habe. Die haben, finde ich persönlich, spielen die echt nice. Ja, Bro. Hol dir noch ein Tor, Bro. Statt zu null. Sehr schön. Die gehen Hauptsache nicht mit null nach Hause. Wenigstens ein Ehrentor. Oh, der hat ihn da stehen lassen. Oh, schön. Oh, der, ja, der ist, ich habe gedacht, der geht ein Ding am Pfosten vorbei. Nice gemacht. Oh, was für einen langen Namen hast denn du? Matthias Gonzalo Tadais, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Gambetta. Also ein Italiener. Aber was für ein langer Name, Alter. Fuck. Krass. Ja, wir haben es schon gesehen. So eine Kacke. Hau ihn raus, hau ihn raus, gib keinen Pass. Ja, du hast nicht die Beine geschossen, also, ja, aber hat er nichts gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Oh, fuck. Gibt's noch. Das ist krass. Gib dir mal das Motto. Die stehen so nice. Ey, fuck. Ey, die stehen nice. Ich schwör's dir, diese Mannschaft von den Lichtenauer, ne? Hut ab, Motto. Hut ab. Ich schwör's dir, das macht gerade so Spaß, denen nur zuzugucken. Einfach die Fresse halten und nur zugucken. Ja, Bro, lass ihn erwischt. Ja. Ah, nein, Bruder, war zu hoch. Holy shit! Das hätte nie passieren dürfen. Holy shit! Bro, was war durch die ganze Mannschaft, Modok? Ey. Krass, Lan. Krass. Krass. Und zack. Da ist einfach keiner! Und Abseits war es nicht. Der Vierer hat's aufgehoben. Kann es sein, dass er wäre. Vera, wenn du sehen solltest, ne? Gib mal Bescheid, ob du gerade in dieser Situation, weil ich es gerade da gehört habe, ob du gerade irgendwie so. Warst du so kurz vorm Einfrieren, so. Man hört es voll. Finito? Okay. Kommt noch irgendwas oder so? Ist irgendwas Ding so? Endchecks? Okay. Also, ey. Also, hier sehen wir nochmal 5 zu 1. Ja, also die Mannschaft, die war krass. Das war One-Touch-Football.
Wie bei den Gunners damals. Oder mittlerweile, ich habe die lange nicht mehr gesehen, aber bei dem war es so bekannt, so One-Touch-Football. Ey, fuck my life, ja. Ja, die haben, also, wie gesagt, Hut ab vor der Lichtenauer Mannschaft. Also, die haben gut gespielt, finde ich. Also, mir hat es echt Spaß gemacht, denen zuzugucken. Ja, das war nice. Von den Blauen kam echt, da kam null. Also, sorry, also, es hört sich jetzt so kacke an oder so, ne? Aber wenn du geguckt hast, die Mannschaft war einem, die, da war dieses Engagement gar nicht mehr da. So, ey, komm hier, zack, zack. Es war so, ey, wir verlieren. Wann ist das Ganze hier vorbei? Ich mag das nicht mehr. Ja, war okay. War nice. War nice. Kinders, ich verpiss mich jetzt. Euch noch einen schönen Abend.